aus Schweden. Ich glaube ja, hinter diesem Wall ist ein See. Also habe ich zumindest gestern Abend auf der Karte gesehen. Werde ich später mal erkunden. Mama mia, wenn man so die Nachbarautos anguckt, könntest du denken, hier das ist ein Anhänger. So, es soll ja hier neben unserem Campingplatz unterhalb von Stockholm einen See geben. Wir haben ihn bis jetzt nur auf der Karte gesehen. Jetzt schauen wir mal. Schön mit Kaffee in der Hand. Ja, das ist Camperlife, Freunde. Für uns, aber auch für Tommy, ein Traum. In der Natur. Frische Luft. Ui, jetzt wird es aber hübsch. Ui. Na, jetzt wird es interessant. Ich kann den See schon sehen. Rechts oder links? Ja, na egal. Oder anders, ich würde mal sagen links. Rechts. Okay. Ich würde sagen links, rechts. Tommy, was sagst du? Gar nichts. Aber nicht so wie vor. Oh, Freunde. Das ist Schweden. Ein Traum. Herrlich. Jetzt fehlt bloß noch der Elch und ein Wildschwein. Na, ich würde mal sagen, hier lässt es sich aushalten, ne? Was, Atom? Hey, Tommy. Alter Schwede. Das passt. Das passt. Ja, so 10 Meter von unserem Wohnmobil weg, nicht schlecht. Ja, jetzt sind wir vorne am Strand. Keine Ahnung, was denn das ist. Ist das essbar? Ui. Boot, 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 boot. Mac, Mac. Oh. So, jetzt geht's wieder zurück zum Auto. Uiuiui. Freunde, guckt euch das an. Naja. Das ist Frühsport. Für alle, die noch nie in Skandinavien waren, fahrt da unbedingt mal hin. Hier ist Seele baumeln lassen. Ich kann nicht mehr. War ein Spaß.
Große Frage, wie kommt jetzt hier auf den Hügel das Schiff, das Boot? Hochwasser. So, wir fahren Richtung Süden. Und hier sind ganz viele schöne Stellplätze für die Nacht. Ich denke, hier werden wir jetzt nicht bleiben. Aber Tom braucht eine kleine Pause. Und ist es nicht wunderschön? Anna, Subboard. Sub. Naja, ist doch warm genug. Was gibt's denn hier? Oh, Pilze. Und eine Grillstelle. Und da drüben sind Häuser auf dem Berg. Ich will baden. Schließlich hat das Messer, wie bereits erwähnt, den Körper der Kinder durchbohrt und den Boden unter ihnen zerkratzt. Wer auch immer der Täter gewesen ist, er ging besonders brutal vor. Dalis Verletzung wirkt daher direkt im Vergleich noch einmal unpassend. So, guten Morgen, liebe Freunde. Es ist leider etwas regnerisch. Gestern Abend hat es angefangen mit Regnen, die ganze Nacht über. Jetzt nieselt. Wir stehen hier in Südschweden auf einem Stellplatz. Ihr seht ganz alleine. Aber die Nacht war ruhig, war schön. Kleines, gemütliches Städtchen hier. Ja. Und hier dahinter soll ein Kanal sein und 500 Meter weiter eine Schleuse. Naja, zur Schleuse laufe ich jetzt nicht, aber den Kanal zeige ich euch mal. Kajakomat. Ah, das ist ein Automat, wo man ein Kajak bekommt wahrscheinlich. Na, hier läuft alles in Schweden über Automaten. Na, da ist die Entsorgung, auch der Eingang hier zum Stellplatz. Alles über ein Automat. Aber jetzt zeige ich euch mal die Schleuse. Hier, das ist ein Grillplatz, habe ich gelesen. Sehr schön. Oh ja, der Kanal ist super. Da hinten geht es dann zur Schleuse, glaube ich. Und das ist ganz typisch für Schweden. Aber sieht man auch in Finnland. Auch in Russland war das so, dass man meistens an den Parkplätzen einen wunderschönen Grillplatz hat. Ne, und es gibt, egal wo man ist, wie tief man in Schweden in den Wald fährt, es gibt Mülltonnen, es gibt Toiletten. Also das ist wirklich... Was bewegt denn sich da? Das hat mir jetzt die Anna gezeigt. Keine Ahnung. Ich muss mal hin wahrscheinlich. Freunde, wir sind kurz vor Dänemark, also noch in Schweden, bei Malmö, und das ist unser Nachtlager. Hier wird geschlafen. Oh, da hinten, Anna, ja. Kites. Ja, zwei. Nein. Es ist da ein Traum, oder? Und so ein Wetter. Also wir kommen hier von minus 5 Grad und haben jetzt hier 15 oder keine Ahnung. Wahnsinn.
Mama mia! Ganz am Horizont ist die Öresundbrücke. Ey, was haben wir heute Nacht für einen Stellplatz? Ist das ein Traum? Eine Ruhe direkt am Yachthafen. Hier Strand. Oh. Anna, wir müssen hier 2 Tage bleiben. Ja. 2 Tage. Oh. Ja, Freunde, wir haben unseren Stellplatz bezogen. Ich habe noch 2 Hängeschränke aufgebaut. In der Zwischenzeit war Anna und Otto duschen und jetzt gehe ich duschen. Und hätte ich gewusst, dass das Duschgebäude so weit weg ist, hätten wir uns sicher hintergestellt. Na gut, da ganz hinten stehen auch noch welche, aber ich glaube, in dem Apparat haben die alles drin. Ich muss da ganz darüber, auf die andere Seite. Naja, vollkommen wurscht. Hauptsache eine schöne heiße Dusche. Bei so einem Wetter, 15 Grad. Ist ja nicht normal. Sind wir gar nicht gewohnt. Is it something more to throw away? No. Ja. Das Problem ist nicht. Also bei dem Wetter würde ich jetzt nicht rausgehen. Was? Naja. What? Viel Spaß. Ui. Das war mal neu. Das ist warm. Ja, es hat heute Morgen angefangen zu tragen, zu regnen. Alles nass hier. Schade, ich wollte eigentlich bei Sonnenschein hier diese Hafenromantik genießen. Naja. Die Anna mit ihrer Regenjacke bringt den Müll raus. So, die Anna bringt den Müll weg und ist auf Toilette. Und bei uns Männern gibt es Nocci mit Gulasch und eine schöne straffe Tasse Kaffee. Ne, Tommy? Wartest du schon? Parmesan? Hm, noch nicht ganz fit. Träumt noch. Ja? Gulasch am Morgen ist immer super. Stimmt's, Uli? Freunde, das soll es gewesen sein. Wir sind auf der Rückreise und zwar von Dänemark nach Deutschland. Wir kommen in Rostock an und machen dann in meine alte Heimat auf der Insel Usedom nach Koserow und besuchen da Freunde und das Meeresmuseum in Stralsund. Und wir, naja, seid gespannt. Im nächsten Video Usedom erfahrt ihr mehr.